In diesem Video möchte ich die modifizierte Knotenspannungsanalyse erklären. Wenn man sich dieses Video anschaut, sollte man zumindest ganz grob die Vorgehensweise bei der normalen Knotenspannungsanalyse kennen. Und ich würde ganz zum Anfang gerne nochmal die Vorteile dieses Netzwerkberechnungsverfahrens einem ins Gedächtnis rufen. Die Knotenspannungsanalyse erlaubt einem eben, das Netzwerk sehr einfach zu beschreiben, zum Beispiel durch eine Netzliste. Man muss keine Graphentheorie machen, man muss keinen vollständigen Baum in diesem Netzwerk finden, um die unabhängigen Maschensätze zu finden. Deswegen lässt sich die Knotenspannungsanalyse in einem sehr einfachen Algorithmus beschreiben. Die ganzen Rechnungen, die dahinter stecken, lassen sich alle durch Matrizenrechnung bewerkstelligen und so lässt sich dieses ganze Verfahren sehr einfach in einem Algorithmus, in einem Computerprogramm unterbringen. So, nichtsdestotrotz hat diese herkömmliche Knotenspannungsanalyse auch ein paar Nachteile. Und zwar der erste wichtige Nachteil ist, ideale Spannungsquellen, die so aussehen, die können wir da nicht drin unterbringen. Also in der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse kommen die einfach nicht vor. Die kann man da nicht berücksichtigen. Ein zweiter Punkt ist, Induktivitäten werden ja auch dort durch Admittanzen beschrieben. Wenn man sich jetzt mal die Admittanz, die komplexe Admittanz einer Induktivität anschaut, dann ist das 1 durch J Omega L. Das ist an sich erstmal nicht so schlimm. Der Punkt ist jetzt, wenn man die Frequenz sehr klein werden lässt, beziehungsweise gegen 0 gehen lässt, dann steht hier 1 durch Omega, 1 durch diese Kreisfrequenz Omega. Und dann wird diese Admittanz sehr groß, ne, der Leitwert wird sehr groß, weil im Gleichstromfall ist die Induktivität ja einfach ein Kurzschluss. Und diese unendlich große Induktivität, also für Omega gegen 0, geht halt diese Induktivität, diese Admittanz der Induktivität gegen unendlich. Ja, die kriegt man halt dann schwer in der Knotenadmittanzmatrix untergebracht, beziehungsweise in der Knotenadmittanzmatrix taucht dann eben ein Eintrag unendlich auf. Das wäre an sich noch nicht mal so schlimm, aber diese Matrix lässt sich dann einfach nicht mehr invertieren. So, und ein weiterer und dritter und letzter Nachteil ist, wenn man mal ein Netzwerk hat, also zum Beispiel einen Widerstand und noch einen Widerstand, und vielleicht auf der Seite auch ein Widerstand und noch ein Widerstand und hat jetzt im Rahmen oder im Sinne der Knotenspannungsanalyse alle diese Knoten durchnummeriert, also irgendwo einen Bezugsknoten festgelegt und die Knoten durchnummeriert und zum Beispiel dieser Knoten hat die Nummer 2 abbekommen und dieser Knoten hat die Nummer 3 abbekommen und dementsprechend hat man jetzt diese ganzen Matrizen aufgestellt, die dahinter stehen und hat dieses Netzwerk berechnet. Und aus irgendeinem Grund fällt einem jetzt ein, es könnte einen Vorteil bringen oder ich möchte genau diese Schaltung nochmal simulieren dafür, dass diese beiden Knoten verbunden sind. Also, dass es zwischen Knoten 2 und Knoten 3 einen Kurzschluss gibt. Man kann dieses Netzwerk natürlich jetzt immer noch mit der Knotenspannungsanalyse, mit der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse berechnen. Der Nachteil ist aber, wenn ich zwei Knoten kurzschließe, dann sind das ja nicht mehr zwei unterschiedliche Knoten, sondern ist das auf einmal der gleiche Knoten. Also dieser Knoten hätte jetzt eben auch die Nummer 2. Und das heißt, die ganze Nummerierung würde sich ändern. Man müsste alle Matrizen komplett neu aufstellen, um dieses Netzwerk neu zu berechnen. So, und diese drei Nachteile, also keine Spannungsquellen, was passiert mit Induktivitäten im Gleichstromfall und was passiert mit dem Kurzschluss von Knoten, die versucht man jetzt eben in der modifizierten Knotenspannungsanalyse zu umgehen, diese Nachteile. So, und diese modifizierte Knotenspannungsanalyse, ich lösche das hier unten erstmal, diese modifizierte Knotenspannungsanalyse, die heißt auf Englisch auch Modified Nodal Analysis. Und deshalb wird dieses Verfahren auch im Deutschen ganz gerne mal mit der Abkürzung MNA versehen, von diesem englischen Modified Nodal Analysis. Und wenn dann sozusagen von der MNA-Methode die Rede ist, dann bezieht sich das immer auf die modifizierte Knotenspannungsanalyse. So, welche Bauelemente sind jetzt in der modifizierten Knotenspannungsanalyse erlaubt? Also wir haben immer noch Stromquellen. Und jetzt können wir eben auch Spannungsquellen unterbringen und wir können immer noch Widerstände und Induktivitäten und Kapazitäten unterbringen, die wir jeweils durch Leitwerte beschreiben.
Also durch 1 durch R, durch 1 durch J Omega L und durch 1, nein, nicht durch 1 durch J Omega C. Durch Admittanzen. Und wir werden dann später sehen, also nicht unbedingt in diesem Video, aber ganz später kann man auch Impedanzen in dieser Methode unterbringen. Das würde ich aber eher erklären an sogenannten MNA-Stempeln. Das zeige ich in einem anderen Video. So, wie ist jetzt die Vorgehensweise? Die Schritte sind recht ähnlich wie bei der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse. Als erstes muss man einen Bezugsknoten festlegen. Also einen beliebigen Knoten als Bezugsknoten festlegen, zum Beispiel den, der vielleicht auch in der Schaltung irgendwo ein Massepotenzial oder ein Referenzpotenzial hat. So, und dieser Bezugsknoten, der bekommt die Nummer 0. Dann werden wieder alle anderen Knoten, genauso wie der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse, durchnummeriert, fortlaufend, und zwar von 1 bis n, so dass der höchste Knoten die Nummer groß n hat. Und diese Knoten, die durchnummeriert werden, das passiert sowohl mit echten Knoten als auch mit unechten Knoten. Der nächste Schritt ist dann, dass alle idealen Spannungsquellen durchnummeriert werden. Und zwar von 1 bis groß M, sodass die Anzahl der Spannungsquellen mit groß M bezeichnet wird. So, und dann kommt eigentlich schon der vierte und letzte Schritt, nämlich das Gleichungssystem aufstellen. Und wenn wir dieses Gleichungssystem dann aufgestellt haben, dann können wir das auch lösen. So, und wie sieht dieses Gleichungssystem jetzt aus? Dieses Gleichungssystem besteht im Groben und Ganzen aus einer Matrix A. Das ist die sogenannte MNA-Matrix. Und das ist eine Matrix, die hat die Dimension n plus m, Kreuz n plus m. Und diese Matrix wird multipliziert mit einem Vektor, in dem alle Unbekannten drinne stecken. Und dieser Vektor hat die Dimension n plus m Kreuz 1. Und auf der rechten Seite dieses Gleichungssystems steckt ein Vektor, den ich mal hier mit z bezeichne. Und der hat ebenfalls die Dimension n plus m Kreuz 1. So, in diesem Vektor z stecken alle Quellen drin. In diesem Vektor x, das ist der Vektor der Unbekannten, den wir mal ausrechnen wollen. Und in dieser MNA-Matrix steckt sozusagen drin, welche Bauelemente hat das Netzwerk und wie sind diese Bauelemente miteinander verknüpft. Und jetzt muss man sich eben anschauen, wie sind die Bildungsregeln, um diese A-Matrix hier zu füllen. Das schreibe ich mal hier unten hin. In dieser A-Matrix steckt jetzt Folgendes drin. Das ist eigentlich eine sogenannte Blockmatrix oder eine Supermatrix, die besteht aus vier anderen Matrizen. Und zwar aus einer Matrix Y. Und diese Matrix Y hat die Dimension n Kreuz n. Und diese Matrix Y ist die ganz normale herkömmliche Knotenadmittanzmatrix, die man von der normalen Knotenspannungsanalyse kennt. Das heißt, auf der Hauptdiagonale dieser Matrix steht immer die Summe der Admittanzen, die am jeweiligen Knoten angeschlossen sind, und auf den Nebendiagonalen dieser Matrix, da stehen die Koppeladmittanzen zwischen den jeweiligen Knoten, und zwar mit negativen Vorzeichen. So, und daraus folgt jetzt, wenn wir eine Admittanz haben, zum Beispiel einen Widerstand oder eine Induktivität oder eine Kapazität, und diese Admittanz hat eine Verbindung zu dem Bezugsknoten, zum Knoten 0,
Also es gibt nur einen anderen Knoten an dieser Admittanz, der eine Zahl ungleich 0 hat, dann taucht diese Admittanz oder dann taucht dieser Leitwert, dieser komplexe Leitwert nur einmal in dieser Matrix Y auf, nämlich nur einmal irgendwo auf der Hauptdiagonale. So, und wenn eine Admittanz oder ein Bauelement keine Verbindung zu dem Bezugsknoten hat, also nicht an dem Knoten 0 anliegt, sondern nur an anderen Knoten, dann taucht diese Admittanz dementsprechend viermal in dieser Y-Matrix auf, nämlich zweimal auf der Hauptdiagonale und zweimal auf Nebendiagonalen. Ja, und diese Matrix hier hat eben die Einheit Siemens und ist auch symmetrisch. Also man könnte diese Matrix an der Hauptdiagonale spiegeln, so wie man das von der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse kennt. So, dann steckt in dieser Matrix A weiterhin drin eine Matrix B. Und diese Matrix B ist hier zumindest nicht komplexwertig, deswegen mache ich da auch keinen Strich drunter. Und diese Matrix B hat die Dimension n kreuz m. Und diese Matrix B ist die sogenannte Inzidenzmatrix. Die ist so ein bisschen ähnlich zu der Inzidenzmatrix von der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse, hat aber hier was mit den Spannungsquellen zu tun. Und zwar ist es jetzt so, also ich werde das jetzt auch wieder nur sagen, wenn man das mal auf ein Netzwerk anwenden will, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich diese Regel irgendwo hinschreibt, damit man das dann immer noch mal nachschlagen kann, wie das jetzt zu handhaben ist. Also das Element, ich schreibe mal hier neben, das Element i, j, also das Element in der i-ten Zeile und in der j-ten Spalte von dieser Matrix B, hat den Wert minus 1, wenn das höhere Potential der Spannungsquelle j, also wir nummerieren ja diese Quellen durch und jede Quelle kriegt eine Nummer, also wenn das höhere Potential der j-ten Spannungsquelle am Knoten i angeschlossen ist, dann kriegt das Element i, j in der i-ten Zeile und j-ten Spalte von dieser Matrix B den Wert minus 1. So, und genau andersrum ist es, wenn die j-te Spannungsquelle am i-ten Knoten angeschlossen ist mit dem tieferen Potential. Vielleicht kann man sich das hier nochmal ganz nett versinnbildlichen. Also das wäre das höhere Potential der Spannungsquelle, das wäre das niedrige Potential der Spannungsquelle. Wenn nun dieses niedrigere Potential der j-ten Spannungsquelle am Knoten i angeschlossen ist, dann kriegt dieses Element i, j der Matrix B genau den Wert 1. Ja, und wenn der Knoten i eben am höheren Potential angeschlossen ist, der j-ten Spannungsquelle, dann kriegt das Element i, j in dieser B-Matrix den Wert minus 1. So, und ansonsten ist diese Matrix einfach 0. Und ja, da dann nur 0 und 1 drin stehen, ist diese Matrix einfach einheitenlos. So, und jetzt kann man sich das so ähnlich überlegen, wenn diese Spannungsquelle eben eine Verbindung zur Masse hat, beziehungsweise zu diesem Bezugsknoten 0 hat, no, dann wäre ja entweder hier die 0 oder hier die 0. Es gibt in dieser Matrix aber keine nullte Zeile und es gibt auch keine nullte Spalte. Deswegen würde dann diese Spannungsquelle nur einen Eintrag in dieser Matrix erzeugen. Genau andersrum, wenn die Spannungsquelle nicht am Bezugsknoten angeschlossen ist, also beide Knoten hier ungleich 0 sind, dann würden sich hier dementsprechend zwei Einträge in dieser B-Matrix ergeben. So, dann können wir weitermachen und können uns die nächste Matrix in dieser Blockmatrix A anschauen. Und das ist die sogenannte Matrix C. Die hat die Dimension m kreuz n. Und das ist die sogenannte transponierte Inzidenzmatrix. Auch diese Matrix ist typischerweise nicht komplexwertig, weil auch dort wieder nur 0 und 1 drin stehen. Deswegen mache ich hier keinen Strich drunter. So, auch diese Matrix hat was mit den Spannungsquellen zu tun und hier ist das wieder so ähnlich. Wir schauen uns an das Element i, j in dieser Matrix C, also das Element in der i-ten Zeile und in der j-ten Spalte. Und zwar
geht es ja auch wieder um die Spannungsquellen. Die Spannungsquelle hat eine Richtung, ein Spannungspfeil hat ein höheres Potenzial und hat ein niedrigeres Potenzial. Und hier geht es jetzt halt um die i-te Spannungsquelle. Und zwar, wenn das höhere Potenzial dieser Spannungsquelle, der i-ten Spannungsquelle am Knoten J angeschlossen ist, und das ist ja das höhere Potenzial, dann hat das Element i, j in dieser Matrix C den Wert 1. Und andersrum, wenn das niedrigere Potenzial der i-ten Spannungsquelle am Knoten J angeschlossen ist, hier zeigt der Pfeil hin, hier ist das niedrigere Potenzial, dann hat das Element i, j in der Matrix C den Wert minus 1. Und ansonsten ist diese Matrix C einfach 0. Und da da nur Nullen und Einsen drin stehen, ist auch diese Matrix einheitenlos. So, und wenn man sich jetzt diese Regeln mal so ein bisschen zu Gemüte führt und tiefsinniger darüber nachdenkt, stellt man fest, dass diese Matrix C genau die inverse und die transponierte dieser Matrix B ist. Also invers meint Vorzeichen umgekehrt und transponiert meint halt Zeilen und Spalten getauscht. Also C und B sind jeweils die invers transponierten voneinander. Das gilt allerdings nur, solange man jetzt tatsächlich nur über Spannungsquellen nachdenkt. Also so ganz allgemein gilt das bei dieser LMNA-Methode nicht, aber solange wir jetzt erstmal nur Spannungsquellen zulassen, gilt es. So, und jetzt muss man noch über die letzte Matrix dort nachdenken. Und ja, hier war man etwas unkreativ mit den Buchstaben. Ja, also A und B und C, nehmen wir jetzt die letzte einfach D. Und diese D-Matrix hat dann die Dimension M Kreuz M. Und das ist die sogenannte Impedanzmatrix. Und ja, was gibt es zu dieser Impedanzmatrix zu sagen? Die ist einfach 0. Die hat hier, solange wir jetzt nur über Spannungsquellen reden, hat die einfach diesen Wert, hat die einfach den Wert 0. Ansonsten, wenn man jetzt Impedanzen noch zulässt, das würde jetzt aber hier im Rahmen dieses Videos ein bisschen weit führen, dann hat diese Matrix auch Einträge und hat die Einheit Ohm. Und deswegen heißt die eben auch Impedanzmatrix. So, dann müssen wir als nächstes über diesen Vektor x hier nachdenken. Schreibe ich mal hier hin, Vektor x, was steckt in diesem Vektor x drin? Und auch dieser Vektor x ist sowas wie ein Supervektor oder wie ein Blockvektor, der besteht halt aus zwei anderen Vektoren, nämlich einmal aus dem Vektor der Knotenspannung und einmal aus dem Vektor der Ströme, die durch die Spannungsquellen fließen, die durch die idealen Spannungsquellen fließen, die wir angegeben haben. So, und beide diese Vektoren haben auch eine bestimmte Dimension, nämlich es gibt, ja, wenn es n Knoten gibt, muss es auch n unbekannte Knotenspannung geben. Deswegen hat dieser Vektor hier die Dimension n Kreuz 1. Und wenn es m Spannungsquellen gibt und wir ja, Ströme durch die idealen Spannungsquellen ausrechnen, dann muss es auch m Ströme geben, dann hat er die Dimension m Kreuz 1. Ja, und dementsprechend hat dann dieser Vektor insgesamt halt diese Dimension n plus m Kreuz 1. So, was steckt da jetzt drin? In dem Spaltenvektor der unbekannten Knotenspannung, naja, da steckt halt genau das drin, was man von der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse kennt. Der erste Eintrag ist die erste Knotenspannung, der zweite Eintrag ist die zweite Knotenspannung, der dritte Eintrag ist die dritte Knotenspannung und so weiter. Und diese Knotenspannungen sind immer die Spannungen von dem jeweiligen Knoten zum Bezugsknoten, zu dem Knoten 0. So, und das sind eben die unbekannten Knotenspannungen, die man mal ausrechnen möchte. Was steckt jetzt in dieser Matrix oder in diesem Vektor J drin? Das sind eben die Ströme durch die idealen Spannungsquellen. Und zwar, naja, so definiert, dass man so ein Erzeuger-Zählfallsystem hat, also wenn die Spannungsquelle in diese Richtung zeigt, und dass die Quellspannung ist, dann bekommt man eben den Strom in die andere Richtung raus. Das wär der Strom, der durch diese Spannungsquelle fließt. Und ja,
eben die Spannungsquellen nummerieren wir durch von 1 bis m und in dem ersten Eintrag steht dann eben der Strom durch die erste Quelle, in dem zweiten Eintrag steht der Strom durch die zweite Quelle und so weiter. Also das Element I,1 entspricht dem Strom durch die Spannungsquelle I. Und die Einheit dieses Vektors ist dementsprechend Ampere. Die Einheit dieses Vektors hier oben, wenn das Spannungen sind, ist Volt. So, und der letzte unbekannte Vektor, der jetzt noch überbleibt, ist der Vektor der Quellen. Ich lösche mal diese Spannungsquelle wieder weg. Der letzte Vektor, der jetzt überbleibt, ist der Vektor dieser Quellen, dieses Z hier hinten. Und auch in dieses Z können wir jetzt ein bisschen intensiver reinschauen, was dort drin steckt. Auch dieses Z ist, wie man es schon erraten würde, ein Supervektor oder ein Blockvektor, der eben aus zwei anderen Vektoren besteht, nämlich aus einem Vektor IQ und aus einem Vektor E. So, und wie man das jetzt vielleicht auch erwarten würde, hat das IQ wieder die Dimension n kreuz 1 und das E hat die Dimension m kreuz 1. Und in dem Vektor IQ oder dieser Vektor IQ ist der Spaltenvektor der unabhängigen Quellströme. Das heißt, da stecken, genauso wie man das von der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse kennt, die idealen Stromquellen drin. Und zwar ja, die an den jeweiligen Knoten angeschlossen sind und wenn die dort hinfließen, auf den Knoten zufließen, dann taucht diese Stromquelle positiv auf in diesem Vektor und wenn die von den Knoten abfließen, dann taucht der hier negativ auf in diesem Vektor. Da folgt jetzt auch wieder draus, wenn eine solche Spannungsquelle eine Verbindung zu dem Masseknoten hat, also ein Knoten an der Quelle 0 ist, es gibt ja wieder keine nullte Zeile in diesem Vektor, das heißt, es gibt nur den anderen Knoten. Wenn diese Stromquelle am Bezugsknoten angeschlossen ist, dann hat die hier nur einen Eintrag in diesem Vektor. Wenn diese Spannungsquelle nicht am Bezugsknoten angeschlossen ist und beide Knoten ungleich 0 sind, dann taucht diese Stromquelle hier zweimal auf in diesem Vektor, nämlich einmal an dem Knoten, wo sie drauf zufließt und einmal an dem Knoten, von dem sie abfließt. So, und der letzte Vektor, der jetzt noch überbleibt, ist dieser Vektor E hier unten. Das ist der Spaltenvektor der unabhängigen Spannungsquellen. Und hier entspricht eben der Eintrag in der ithen Zeile einfach dem Wert der Spannungsquelle I. Und die Einheit ist dabei Volt. Also dieser Vektor hat die Einheit Volt, dieser Vektor hier oben hat die Einheit Ampere. No, und das sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend aus, dass diese Matrix hier eben mal die Einheit Siemens hat und einheitenlos ist an diesen Stellen und hier die Einheit Ohm hat und dieser Vektor hat hier die Einheit Volt und hier Ampere und hier haben wir Ampere und hier haben wir Volt. Wenn man sich das aber mal dann im Rahmen dieses Gleichungssystems hier oben überlegt, dann passt das eigentlich ganz gut. No, weil, ja, wie würde man jetzt eben dieses Matrix-Vektorprodukt hier ausrechnen. Wir würden immer Zeile mal Spalte rechnen, das heißt, wir rechnen Siemens mal Volt, das gibt Ampere und hier hinten kommen auch Ampere raus, das passt. Und hier rechnen wir eben was Einheitenloses mal Ampere, das ergibt Ampere, das passt auch. Nochmal was für die zweite Zeile mal noch ausprobieren. Hier rechnen wir was Einheitenloses mal Volt. Das ergibt Volt, das passt ja auch. Und hier rechnen wir was in Ohm mal etwas in Ampere, das ergibt auch wieder Volt, sodass das passt. Ne? Obwohl diese Matrizen und Vektoren jeweils unterschiedliche Einheiten haben in verschiedenen Einträgen, passt das am Ende doch alles ganz gut zusammen. So, und jetzt weiß man, was in dieser Matrix drin steckt, man weiß, was in diesem Vektor der Unbekannten drin steckt, man weiß, was in diesem Vektor der Quellen drin steckt. Jetzt muss man dieses Gleichungssystem nur noch lösen und das macht man eben wieder, indem man diese Matrizengleichung einfach umstellt und sagt, den Vektor x, den Vektor der Unbekannten mit den unbekannten Knotenspannungen, mit den unbekannten Strömen durch die idealen Spannungsquellen, den bekommt man eben raus, indem man das Inverse dieser Matrix A, ups, das Inverse dieser Matrix A nimmt und mit dem Vektor der Quellen, mit dem Vektor Z multipliziert.
Und das macht man natürlich im Normalfall wieder nicht von Hand, sondern man nimmt einfach einen Computer zur Hilfe. Und die eigentliche Schwierigkeit liegt eben darin, ja, sich zu überlegen, was steckt in diesen einzelnen Matrizen drin. So, die Bildungsregeln, die aber jetzt gerade besprochen wurden und die eben dahinter stecken, sind ja dann so kompliziert auch nicht, sodass man auch diese wieder sehr einfach in einem Computerprogramm unterbringen kann und damit jetzt in der Lage ist, ja, Netzwerke eben die Knoten durchzunummerieren, die Netzwerke durch eine Netzliste zu beschreiben, zu sagen, zwischen dem und dem Knoten ist das und das Bauelement angeschlossen, also ein Widerstand oder eine Induktivität oder eine Kapazität, die haben die und die Admittanz und dann kann ein Computerprogramm sehr einfach diese Matrizen füllen, kann dieses Gleichungssystem aufstellen, kann dieses Gleichungssystem auch lösen und dann bekommt man eben die Knotenspannung raus und man bekommt auch die Ströme raus, die durch die Spannungsquellen fließen. Ja, und aus den Knotenspannungen könnte man dann eben anschließend wieder alle weiteren Zweigspannungen ausrechnen und aus den Zweigspannungen wieder alle anderen Zweigströme, so wie man das bei der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse eben macht mit der Inzidenzmatrix und mit der Zweigadmittanzmatrix. Bei der modifizierten Knotenspannungsanalyse spart man sich das aber meistens und bringt eben die Bauelemente, also die Widerstände oder die Induktivitäten und die Kapazitäten, bei denen man den Strom tatsächlich wissen will. Also oft gibt es ja Bauelemente, naja, die haben halt einen gewissen Einfluss auf das Netzwerk, aber einen interessiert gar nicht so wirklich, was für ein Strom fließt jetzt ganz genau durch dieses Bauelement, sondern es soll nur der Einfluss auf das Netzwerk berücksichtigt werden. Und dann die Elemente, bei denen man eben den Strom wissen will, die bringt man dann noch ein bisschen anders in diesem Gleichungssystem unter, nämlich in dieser Impedanzmatrix. Und da, wo die dann in der Impedanzmatrix auftauchen, da bekommt man dann hier in dem Vektor x eben auch raus, welcher Strom fließt durch diese Impedanz. So dass man im Normalfall eben hier nur dieses eine Gleichungssystem löst und nicht noch anschließend die Zweigspannung und alle Zweigströme ausrechnet. So, das ist sehr einfach und sehr schnell erklärt, was ist der Algorithmus, was ist die Vorgehensweise bei der modifizierten Knotenspannungsanalyse. Und in einem weiteren Video werde ich noch zeigen, wie man das Ganze, diese Bildungsregeln, also wie kommt man auf das Y, wie kommt man auf das B, wie kommt man auf das C, wie kommt man auf das D, wie kommt man auf diese Vektoren der Quellen, wie man sich diese Bildungsregeln noch ein bisschen einfacher und ein bisschen simpler aufschreiben kann. Und das sind dann sogenannte MNA-Stempel.